Das sind die LTV-Themen am Dienstag. Ostroer Steg wird saniert. Meteoritennacht über Cottbus. Und das Sparkassenteam mit neuen Gesichtern. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Kraft schöpfen. Im Quellwasser. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Die Fröbel-Grundschule in der Welzower Straße wird komplett saniert. Heute haben dafür die Bauarbeiten begonnen. Diese umfassen sowohl die Schule als auch die Turnhalle. Die Sanierung wird mit Mitteln des Landes Brandenburg finanziert. Insgesamt 6,9 Millionen Euro soll das Unterfangen kosten. Zum 30. Dezember sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Und während der Baumaßnahmen ziehen Schüler und Lehrer in die Gartenstraße um. Mehr zum Thema erfahren Sie morgen bei uns. Weitere Meldungen aus der Stadt haben wir nun kurz für Sie zusammengefasst. Ostroer Steg wird saniert. Insgesamt 353.000 Euro sind für diese Maßnahme geplant. Davon wird ein Drittel des Geldes durch die Stadt Cottbus aufgewendet. Für die denkmalgerechte Instandsetzung des Stegs ist eine Bauzeit von 14 Wochen vorgesehen. Dabei wird die Brücke auf etwaige Beschädigung untersucht, gereinigt und restauriert. Das alte Geländer soll demontiert, entrostet und wieder aufgearbeitet werden und der Gehweg zudem eine rutschhemmende, wasserabweisende Epoxidharzbeschichtung erhalten. Der östliche Gehweg des Ostroer Damms wird dafür gesperrt und die Straße im Bereich vor der Brücke auf 3 Meter beschränkt. Volksinitiative Brandenburg stoppt Massentierhaltung. Der Omnibus für direkte Demokratie ist in Cottbus offiziell in seine 3-wöchige Brandenburg-Tour gestartet. Mit der Aktion will man sich gegen Massentierhaltung einsetzen. Der Omnibus ist eine Bürgerinitiative, die jetzt schon seit über 25 Jahren sich dafür einsetzt, dass wir nicht nur Parteien wählen können, sondern dass wir in einzelnen Sachfragen auch abstimmen können. Und normalerweise ist er mit dem Thema bundesweite Volksabstimmung permanent in ganz Deutschland unterwegs. Wir kommen gerade aus Baden-Württemberg und finden diese hier stattfindende Volksinitiative sehr interessant. Das Thema ist wichtig, Agrarwende. Weitere Informationen zu dieser Problematik sind zu finden unter www.agrarwende.de. Spremberger Turm öffnet für nächtlichen Meteoritenschauer. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Heute Nacht wird es über Brandenburg einen der schönsten Sternschnuppenschauer des Jahres zu bestaunen geben. Die Erde passiert den Meteoritenschwarm der Perseiden und macht so das Himmelsspektakel möglich. Deshalb öffnet der Spremberger Turm am heutigen Dienstag von 21 bis 2 Uhr seine Aussichtsplattform. Er bietet Interessierten so die Möglichkeit, das Phänomen mit eigenen Kameras oder Teleskopen zu beobachten. Also heute Abend noch einmal den Himmel im Auge behalten. Vielleicht machen Sie auch einfach ein Foto oder ein kurzes Video und schicken es uns. Die schönsten Einsendungen zeigen wir dann morgen in unserem Programm. Laden Sie es einfach bei YouTube oder Facebook hoch und posten es an unsere Pinnwand. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an redaktion@lausitz-tv.de. Hauptsache natürlich, das Wetter spielt mit. Egal, ob Sie sich in der Sternschnuppennacht etwas wünschen oder nicht, für diese jungen Leute ist ein großer Wunsch schon in Erfüllung gegangen. Die Jugendlichen haben nämlich eine begehrte Lehrstelle ergattert. Ausbildungsstart. Die Sparkasse Spree-Neiße begrüßt ihre neuen Auszubildenden. Insgesamt 14 Jugendliche werden zukünftig beim Großen Roten S arbeiten, von denen 12 ihre Ausbildung zum Bankkaufmann und 2 das duale Studium zum Diplom-Betriebswirt aufnehmen. Eine von ihnen ist die 24-jährige Nadine Stewart aus Cottbus. Für sie war schnell klar, warum sie eine Ausbildung bei der Sparkasse beginnen möchte. Also meine Oma erzählt mir schon seit ca. 10 Jahren, dass sie das ganz toll findet, wenn gerade junge Leute Ausbildungen bei der Sparkasse machen oder auch beim Optiker. Ich habe mich dann für die Sparkasse entschieden. Ich fand auch den Bewerbungsprozess halt ganz toll. Das war halt alles offen und groß und freundlich, viel Licht und man hat sich halt gleich super wohl gefühlt. Und dann wusste ich eigentlich ziemlich schnell, dass das genau das ist, was ich möchte. Bin auch froh, dass ich genommen wurde und ja, freue mich ganz doll auf die Ausbildungszeit. In erster Linie bietet die Sparkasse Spree-Neiße für die jungen Leute eine klare Perspektive in der Region. Vielleicht ein Grund, warum eine Ausbildung hier so attraktiv ist.
Ja, ich glaube einfach, dass die Ausbildung in der Sparkasse Spreneise hier bei uns im Haus einen hohen Stellenwert auch genießt, bei all den Mitarbeitern und natürlich auch bei dem Vorstand. Und ein guter Beleg dafür ist zum Beispiel auch die diesjährige Einführungswoche, wo wir uns gerade mit unseren Auszubildenden befinden, dass wir wirklich eine Menge an Kraft und natürlich auch Energie in diese Einführungswoche stecken, den Azubis eine Menge Werte zum Haus auch vermitteln. Und vielleicht ist auch ein zweiter Grund eben auch die große Übernahmequote bei uns im Haus, dass wir nicht über Bedarf einstellen, sondern jeden Jugendlichen, den wir auch bei uns im Haus einstellen, eine langfristige Perspektive in der Sparkasse bieten wollen. Das ist unser Nachwuchs, den wir generieren wollen. Und die gesamten Führungskräfte bilden wir auch aus unseren Nachwuchskräften. Das heißt, jeden Azubi, den wir einstellen, den brauchen wir auch tatsächlich. Die Jugendlichen werden in der stark praxisorientierten Ausbildung einiges lernen, wie zum Beispiel das Kreditgeschäft oder den Umgang mit Kunden. Große Verantwortung kommt auf die Auszubildenden also zu. Dementsprechend hoch sind ihre Erwartungen. Meine Erwartungen sind, dass wir in den 2,5 Jahren, wo wir die Ausbildung genießen, super auf unseren Alltag vorbereitet werden, dass uns auch der Stress und unsere Sorgen abgenommen werden teilweise, weil wir haben eine Ausbildung mit sehr viel Verantwortung. Und wenn wir Fragen haben oder Probleme, dass wir halt immer eine Person hier haben, wie zum Beispiel Herr Klose, unsere Vertrauensperson, die für uns ein offenes Ohr hat und uns immer weiterhilft und einen guten Ratschlag für uns immer parat hat, stets und ständig. Das sind sie also, 14 junge Menschen, für die nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ab Samstag kommt es zwischen Klein- und Großdörbern zu Einschränkungen im Regionalverkehr. Die Strecke zwischen den beiden Dörfern wird voll gesperrt. Wie Cottbus Verkehr heute mitteilte, wird davon auch die Linie 32 betroffen sein. Bis Samstag, den 23. August, werden dann alle Fahrten in der Kleindörberner Dorfstraße enden bzw. beginnen. Die ersatzweise angebotenen Anruffahrten zwischen Großdörbern und Auras bleiben daher vorerst bestehen. Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbus Verkehr um Verständnis. Weitere Infos gibt es im Kundencenter oder im Internet. Bei uns geht es nun weiter mit einem Tipp, wenn es mal Probleme mit dem Vermieter gibt. Ist Ihre Wohnung so feucht, dass dort schon Pilze wachsen? Glauben Sie, dass Ihre Nebenkosten nicht stimmen? Haben Sie Ärger mit Ihrem Vermieter? Bei solchen Fragen rund um das Mietrecht hilft der Mieterbund Cottbus Guben und Umgebung mit kompetenter Beratung und Betreuung. Wir vertreten Mieterinnen und Mieter bei ihren berechtigten Interessen gegenüber allen politischen Entscheidungsträgern und vor allen Dingen aber auch gegenüber Vermietern. Um die Leistungen des Mieterbundes in Anspruch nehmen zu können, muss man allerdings Mitglied werden. Doch dieses ist nicht kompliziert und lohnt sich auf jeden Fall. Die Experten des Mieterbundes unterstützen den Mieter bei auftretenden Problemen wie der Überprüfung der Betriebskostenabrechnung, Mieterhöhung oder Kündigung. Und sie beraten in den vielfältigen Belangen des Mietrechts. Das ist immer das Thema Schönheitsreparatur und dann immer ganz wichtig, wenn ich ausziehe, was muss ich denn jetzt eigentlich in dieser Wohnung machen und was nicht. Da ist in erster Linie der Vertrag ganz wichtig, was regelt er. Und vor allen Dingen wichtig für die Mieterinnen und Mieter ist an der Stelle immer, dass sie bei den Wohnungsabnahmen durch uns mit vertreten werden. Das stärkt ihnen den Rücken und das bringt dann ganz schnell alle beiden Seiten auf die Basis des Vertrages zurück. Wir beraten unsere Mitglieder hier, die rechtliche Vertretung vor Gericht. Das darf der Mieterverein nicht durchführen, das muss dann jeder Mieter alleine machen oder besser natürlich, man lässt sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Mieterbund Cottbus Guben, Krüger, guten Tag. Zum Erreichen ist der Mieterbund Cottbus Guben und Umgebung telefonisch in Cottbus unter 70 22 04 oder in Guben unter 55 11 53. Umfangreiche Informationen, Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie außerdem im Internet unter mieterbund-cottbus.de. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von LTV aktuell angekommen. Wie bereits angekündigt, stellen wir Ihnen morgen die Baumaßnahmen an der Fröbel-Grundschule genauer vor und außerdem haben wir einen Tipp von der Verbraucherzentrale für Sie. Behalten Sie in der Zwischenzeit den Himmel im Auge. Wir freuen uns auf Ihre Aufnahmen. Also, schalten Sie morgen wieder ein. Tschüss.
Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Viva la Party! Malle liegt dieses Jahr in der alten Chemiefabrik Cottbus. Am 23. August steigt Brandenburgs größte Malle-Party. Viva la Party! Sommer, Sonne, Sangria, Stars und die beste Partymusik feiern Sie mit Peter Wackel, Markus Becker, Mia Julia, Icke Hüftgold und vielen mehr. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter alte-chemiefabrik.de. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Es bleibt beständig unbeständig. Über weite Strecken schien heute Vormittag die Sonne, kurz darauf zogen dichte Wolken auf. Schuld ist ein großes Tief in Norddeutschland. In der Nacht soll sich der Himmel wieder etwas auflockern, regnen soll es nicht. Die Werte liegen bei 14 bis 16 Grad. Ab Mittwoch kann es auch bei uns wieder verstärkt regnen, das drückt natürlich auch die Temperaturen. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 24 Grad und können in den nächsten Tagen noch weiter runtergehen. Auch die Regenwolken sollen erst einmal bleiben. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119.